Auch drei Sachen. Das eine erzähle ich euch später im Video. Das zweite, das wissen wir, das ist Strom. Und das dritte, das ist Luft. Ein Kühlschrank, der kühlt ja nicht. Der entzieht der Umgebung Wärme, beziehungsweise im Kühlschrank innen drin. Durch das wird er kühler. Aber diese Wärme wird dann abtransportiert und beim Wärmetauscher nachher abgegeben. Und wir schauen nun jetzt an, wie der Wärmetauscher von unten her aussieht. Ansaug. Das Kühlaggregat, man sieht es hier oben dann schlecht. Hier ist der Wärmetauscher. Hier wird die Luft auch angesaugt. Und da hat so ein Fliegengitter. Das ist dann relativ schnell zu. Wenn ihr hier auf einen Parkplatz parkiert, der 50 Grad hat, haben wir hier Ansaugluft von halt auch 50 Grad. Und der Querschnitt hier von diesem Ansaug sollte 120 mal 120 Millimeter sein. Das sind hier 3 mal 8. Also das ist 6-mal kleiner, als das es sein sollte. Diese Luft wird hier raufgesaugt, oben rüber und hier wieder runter. Hier das Loch, das ist auch zu klein. Das ist zwar ein bisschen größer, aber nicht speziell. Hier haben wir schon ein bisschen Dreck. Und oben ist auch das Fliegengitter. Und obendran sitzt das Kühlaggregat. Wie es obendran aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich. Wir sehen, wir haben hier jetzt das Gitter. Das ist die Grundplatte, hier oben der Wärmetauscher. Hier ist das Loch in dieser Größe. Ein großes Loch mit 130 mm Durchmesser, auch wieder ein Gitter drauf. Und dann wird das Teil nur noch etwa ein Drittel von Strom brauchen, was es jetzt braucht. Jetzt kriegt der Kühlschrank keine Luft. Und ihr wisst ja, 3 Sachen braucht der Kühlschrank. Strom, Luft. Und das sage ich im nächsten Video. Ich verlinke hier ein anderes Video, was auch das gleiche Problem hat. Hier im Prinzip, wie ein Kühlsystem funktioniert. Und hier ein Beschrieb über diesen Kühlschrank.